Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diese süßen Weihnachtswichtel Jolotontot ganz einfach selbst basteln könnt. Sie sind nicht nur super niedlich, sondern auch die perfekte DIY-Deko für die Weihnachtszeit oder ein tolles Geschenk. Also schnappt euch eure Bastelsachen und lasst uns direkt loslegen. Für die süßen Weihnachtswichtel brauchst du meine Schablone. Den Link zum Herunterladen findest du in der Videobeschreibung. Außerdem benötigst du ein Stück Karton, Toilettenpapierrollen, Garn für die Hüte, Garn für den Bart, Watte, Holzperlen für die Nase, ein Maßband, einen Bleistift, eine Schere und eine Heißklebepistole. Als erstes schneidest du die Schablone aus. Wir brauchen nur den oberen Teil, der untere Teil ist für ein anderes Bastelprojekt gedacht. Schneide den Kreis aus, zuerst den äußeren Rand und dann den inneren Kreis, so dass du am Ende einen Ring erhältst. Mit dieser Schablone zeichnest du den Ring zweimal auf den Karton und schneidest beide aus. Jetzt kommt das weiße Garn zum Einsatz. Ich habe ein dünneres Garn gewählt, weil es optisch besser passt. Schneide ein Stück Garn ab, lege die beiden Kartonringe übereinander und wickle das Garn, wie im Video gezeigt, um die Ringe. Wickle es fest, aber nicht zu fest. Sobald ein Garnstück aufgebraucht ist, nimmst du ein neues und machst weiter, bis es schwer wird, das Garn durch das Loch zu ziehen. So sollte es am Ende aussehen. Nun schneidest du die Garnfedern durch, während du sie in der Mitte des Rings zusammenhältst. Schneide zwischen den beiden Kartonringen entlang. Danach legst du ein weiteres Stück Garn zwischen die Ringe und bindest es mit 2 bis 3 Knoten fest zusammen. Entferne vorsichtig die Kartonringe und trimme die Enden, falls einige Fäden länger sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Pompons zu machen, aber ich finde, mit Kartonringen wären sie am flauschigsten. Du siehst den Unterschied hier, wenn du sie ohne Ring machst. Jetzt drückst du die Toilettenpapierrolle etwas zusammen, markierst 2 cm ab und schneidest sie ab. Für den Hut benötigst du das farbige Garn. Ich habe alle Materialien, die ich hier verwende, in der Videobeschreibung verlinkt. Schneide 40 Stücke, jeweils 30 cm von deinem Garn ab. Nimm ein Garnstück, lege es um den Toilettenpapierrollenring und ziehe es fest an, wie im Video gezeigt. Wiederhole das mit 39 der Garnstücke. Eines bleibt übrig. Je nach Garnstärke kann es sein, dass du die Anzahl leicht anpassen musst. Jetzt ziehst du die Garnenden nach innen durch den Ring, so dass sie ordentlich und nicht verknotet sind. Das letzte Garnstück verwendest du, um die Enden oben zusammenzubinden und die typische Hutform zu schaffen. Fülle den Hut mit kleinen Stücken Watte. Nicht zu viel, damit die Watte nicht durch das Garn sichtbar wird. Danach kannst du die Spitzen des Garns am Hut noch etwas kürzen, um sie in Form zu bringen. Nun trägst du Heißkleber auf den Rand des Hutes auf und befestigst ihn auf dem weißen Pompon.
Zum Schluss klebst du die Holzperle als Nase an. Gib etwas Kleber auf die Perle und platziere sie zwischen Hut und Bart. Du kannst sie leicht unter den Hut schieben, wenn dir das besser gefällt. Deine kleinen Weihnachtswichtel sind fertig. Du kannst sie als Deko verwenden oder ein Stück Garn durch den Hut ziehen, um sie als Christbaumanhänger zu nutzen. Ich hoffe, dir hat mein Bastelvideo gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen!